Moin, moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und herzlich willkommen zu meinem, ich glaube, allerersten Video, wo ich sage, das solltet ihr tatsächlich noch diese Woche tun. Und zwar, wie es in meinem Titel schon steht, es geht um die exotische Sniper-Waffe namens Nemesis. Um an diese Waffe ranzukommen, ist es wie bei der exotischen Pistole der Freiheit, dass ihr hier Einzelteile erst erfarmen müsst, um sie dann am Ende zusammenbauen zu können. Für das erste Teil der Sniper Nemesis müssen wir uns nach Title Basin begeben. Wir sind hier auf der Position von diesem, nennen wir das mal, hohen Gebäude. Hier kann man übrigens auf der rechten Seite auch noch einen Elektrokasten kaputt schießen. Da geht auch nochmal eine weitere Mini-Geheimtür auf, wo es weiteren Loot gibt. Unter anderem auch eine Outcast-Kiste. Nee, eine Black-Task-Kiste meine ich, Entschuldigung. Wie auch immer. Hier kommt ihr in den Raum rein und da seht ihr dann den gelben Schlüssel, den ihr braucht, um an das erste Teil für die Sniper-Exotik-Waffe ranzukommen. Sobald wir dann diesen Schlüssel haben, geht es ganz normal weiter. Wir kämpfen uns durch bis zum Hovercraft, dem Luftkissenboot. Und wenn wir hier oben in diesem ersten Kontrollraum sind, müssen wir ja eigentlich nach rechts für die Story weiterzulaufen. Aber wir gehen nach links, das wird nicht angezeigt. Aber hier kann man einen Code eingeben. Der Code ist 12345, haha. Und wie auch immer, ihr kommt hier rein, da liegt eine Waffenkiste und da liegt dann eine Sniper drin. Und zwar einen Named SR1 Sniper namens Adresia. Wir haben ja auch einen kleinen Text, wo steht, ich bin die, der ihr nicht entkommt, in mir liegt der Schlüssel zu meinem wahren Namen. Und das Ganze bedeutet schlichtweg, ihr müsst diese Sniper zerstören. Und wenn ihr das dann gemacht habt, bekommt ihr auch ein exotisches Bauteil, und zwar das Scharfschützengewehrvisier der Kerbstock. Und das ist das erste Teil, was ihr für die exotische Sniper benötigt. Und wenn wir uns dann dieses Bauteil anschauen, steht da drauf Klutz Shorty Prime. Waffe ist da, halten Sie die Augen offen wegen den Verbesserungen, über die wir geredet haben. Und dies bedeutet einfach nur, dass wir die Bosse Klutz Shorty und Prime erledigen müssen, um an die nächsten Teile ranzukommen. Diese drei sind Black Task Bosse, bedeutet, wir können das Ganze diese Woche gar nicht komplett erledigen, denn in dieser Woche ist nur der Boss Prime im Kapitol vorhanden. Die anderen beiden Bosse können wir erst dann machen, wenn die Black Tusk hier einmal in District Union Arena einfallen oder hier hinten links auf Roosevelt Island. Und das ist auch der Grund, warum ich schon zu Beginn dieses Videos gesagt habe, dass ihr diese Aufgabe am besten noch diese Woche machen solltet, denn wenn nächste Woche das Kapitol nicht mehr von den Black Tusk befallen ist, dann könnt ihr auch nicht mehr an das erste Teil für diese Sniper rankommen. Und müsstest halt warten, bis dann das Kapitol wieder dran ist, und das könnte natürlich ein paar Tage, Wochen dauern. Als nächstes begeben wir uns dann zum Kapitol, da wo die Black Tusk ja gerade eingefallen sind, und müssen dort dann den letzten Boss besiegen, um an das nächste Teil ranzukommen. Solltet ihr diese Mission im Kapitol gegen die Black Tusk schon erledigt haben, ohne vorher das erste exotische Teil zu holen, kein Problem. Ihr könnt diese Woche die Mission gegen die Black Tusk im Kapitol jederzeit wiederholen. Wie das geht, ist auch ganz einfach. Ihr geht auf die Karte, wenn ihr auf dem Kapitol steht, dann habt ihr hier unten die Auswahl Schwierigkeit ändern. Beim PC ist das die Taste G. Ihr ändert dann die Schwierigkeit und danach könnt ihr nochmal G drücken, um dann Invasion auszuwählen. Also Invasion ein oder aus. Und sobald ihr das habt, könnt ihr dann immer wieder gegen die Black Tusk antreten. Ob ihr das Ganze dann auf normal, schwer, herausfordernd oder heroisch macht, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall bekommt ihr das exotische Teil dann am Ende, wenn ihr den Boss erledigt habt. Und da bekommt ihr dann das Scharfschützengewehrlauf, die Geisel. Könige werden entthront, Generäle besiegt, Politiker bestochen, Priester korrumpiert. Aber der Krieg ist ewig und ich bin ein Krieger. Prime, den ihr gerade erledigt habt. Und das war's schon. Und jetzt heißt es dann nur noch auf die nächsten Wochen warten, bis Union District Arena frei wird oder Roosevelt Island, wo dann die Black Tusk einfallen werden. In diesem Sinne, das war's schon wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gilt natürlich gerne Daumen hoch, Abo raushauen, erzählt's Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine und heute auch mal dem... Wen hatten wir noch nicht? Den Postboten? Hatten wir den schon mal? Den hatten wir bestimmt schon mal. Sagt's ihm halt nochmal. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao! Da geht dann auch noch eine weitere Geheimtür auf, um an weiteren Loot Um an das erste Teil der Nemesis-Waffe ranzukommen, müssen wir als allererstes auf die Station, meine Herren, ey. Die anderen beiden Bossen können...
dass ihr das am besten noch diese Woche machen solltet. Eieiei. Und das ist auch mit der Grund, warum ich zu Beginn dieses Videos gesagt habe, das solltet ihr tatsächlich. Und müsstet dann, leck mich doch. Solltet ihr die Kapitolmission, Kapitol, Kapitol, Kapitolmission, herrlich, meine